بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله und herzlich willkommen zur 23. Sitzung der Erläuterung von dem Büchlein Al-Ajurrumiyyah. Wir hatten in der letzten Woche mit einem Kapitel angefangen, und zwar Al-Dhuruf oder Al-Dharf, Al-Dharfu Zaman und Al-Dharfu Al-Makan. Und wir hatten Al-Zaman, Al-Dharfu Zaman gelesen, und inshallah nehmen wir heute den zweiten Teil durch. Vielleicht gehen wir nochmal wieder einen Schritt zurück, damit wir wieder in der Thematik drin sind. Und wir lesen, was der Muallif gesagt hat. قال المؤلف رحمه الله باب الظرف الزماني والظرف المكان. الظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة والغدوة وبكرة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمامه وخلفه وقدامه ووراء وفوق وتحت وعنده وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. نعم، das sind jetzt einige Beispiele für ظرف المكان. Und mit ظرف المكان ist der Ort gemeint. Dass du zum Beispiel sagst, vor dem Auto, hinter dem Auto, unter dem Auto, über dem Auto, vor mir, hinter mir. Und das ist der Zarfu al-Makan. Und der teilt sich auch wieder auf, oder Afwan, hier ist es auch wieder wie beim Zaman. Und zwar, es ist ein Ism. Der Zarfu al-Makan ist ein Ism. Und er macht Mansub, oder er ist Mansub. Und er lässt den Ism, der danach kommt, Majurur werden. Dass du zum Beispiel sagst, Amam al-Masjidi, Khalf al-Bayti, Wara'a al-Sayyarati. Ihr seht, das wird dann immer Majurur. Oder nach der anderen Schule sagen sie nicht Majurur, sondern sie sagen, was sagen sie? Mahfud. Aber das ist die gleiche Bedeutung. Wir hatten beim Zarfu Zaman gesagt, dass er sich aufteilt in zwei Formen. In Muhtas und Mubham. Muhtas bedeutet etwas, was bestimmt ist. Was eine Grenze zum Beispiel hat. Was man festlegen kann. Und Mubham war etwas, was unbestimmt ist. Wir hatten zum Beispiel beim Az-Zaman gesagt, mit Muhtas, welches Beispiel hatten wir da genommen? Wisst ihr das noch? Welches Beispiel hatten wir genommen? Etwas, was bestimmt ist. Doch, doch, ein Beispiel. Habt ihr nichts aufgeschrieben? Zum Beispiel, wir sagen bei Muhtas, was auf eine bestimmte Zeitpunkt oder eine bestimmte Phase. Wulidtu yawm al-Khamisi, genau. Ich bin am Donnerstag geboren. Das ist festgelegt. Der Donnerstag, man weiß, wann der Donnerstag ist. Und was hatten wir bei Mubham genommen? Beim Unbestimmten? Ja, Muhtas. Welches Beispiel hatten wir genommen?
Wir hatten das mit Imtihan genommen. Nach Na'am, yakhsha at-talibu yawm al-imtihani. Der Schüler fürchtet sich vor dem Prüfungstag. Wann ist der Prüfungstag? Ist das ein bestimmter Tag? Allah alam. Nein, das ist nicht bestimmt. Irgendwann wird es die Prüfung geben. Vor diesem unbestimmten Tag, der Mubham ist, vor dem hat der Schüler Angst. Aber wenn du sagst, Asumu yawm al-khamis, ich faste am Donnerstag, das ist bestimmt. Das ist dieser Donnerstag, den ich inshallah faste. Okay, schreiben wir das auf. Jetzt bei Al-Zarfu al-Makan. نعم ظرف نكتب ظرف المكان ينقسم إلى قسمين ظرف المكان ينقسم إلى قسمين يتحلل sich auf in zwei Arten einmal مختص und einmal Mubham. Muhtas, was bestimmt ist. Und wir merken uns, weil wir brauchen das gleich später nochmal ausführlicher. Und Mubham, was unbestimmt ist. Muhtasun wa Mubhamun. Da oben steht das. Und die Ta'rif von Zarful Makan ist الاسم الدال على المكان الاسم الدال على المكان Es ist ein Ism, der auf einen Ort hindeutet. الاسم الدال على المكان mit dem Nehmen wir mal Beispiele für المختص المختص machen wir hier بسم الله Wie zum Beispiel Muhtas Beledun. Schreiben das untereinander. Beledun, ein Land. Das ist bestimmt. Oder Nahrun, ein Fluss. Das ist auch bestimmt. Oder Beitun oder Medinatun. Nein, das alles ist der Muhtas. Jetzt machen wir den Mubham. Der nicht bestimmt ist. Amama Khuddama Yemin Das ist alles
eine Wort von Makan, aber der nicht bestimmt ist. Wenn du sagst vor mir, du weißt nicht, wo jetzt die Grenze davon ist. Du sagst hinter mir oder rechts von mir. Da gibt es keine Grenze von mir. Deswegen ist das Mubham. Und das andere Muhtas, das ist bestimmt. Wenn du sagst das Land, du weißt ganz genau, wo sind die Grenzen des Landes. Wenn du sagst Nahr, Fluss, du weißt, wo die Grenzen des Flusses sind. Du sagst Beitun, das Haus, da weiß man auch die Grenzen. Kommen wir zu dem Beispiel, was der Muallif hier gesagt hat. Er sagte, Al-Awwal, insgesamt hat er 13 genannt, 13 Beispiele. Er sagte, Al-Awwal, Amama. Das ist alles, das was diese Beispiele, die wir jetzt nehmen, das bezieht sich auf das Mubham, auf den Mubham, auf das zweite. Amama, Mithalun, Amama davor. Jalastu, Jalastu, Amama al-Ka'bati. Jalastu, Amama al-Ka'bati. Ich habe mich vor die Kaaba gesetzt. Zweitens, Khalfa. Wir machen dazu, inshallah, dann zu einigen dieser Sätze, machen wir vielleicht eine I'rab-Übung. Erinnert ihr mich dann, inshallah, wenn wir jetzt die Beispiele aufgeschrieben haben. Nam Khalfa. Khalf ist hinter. Du sagst, Sallaytu, Sallaytu, Khalfa. Was ist die Sunna, wenn man die Umrah macht, wo soll man beten? Sallaytu Khalfa Maqam Ibrahim. Dieser Satz ist gut für Arab später. Sallaytu Sallaytu Khalfa Maqam Ibrahim. Ich habe hinter dem Platz von Ibrahim oder dem Ort, wo der Fußabdruck von Ibrahim a.s. ist, dort habe ich gebetet. Wenn man die Möglichkeit hat, soll man dort die zwei Rak'a Sunna beten. Das ist erwünscht. Quddama. Quddama. Quddama vor einem. Amama und Qudama, das könnt ihr euch vielleicht merken oder notieren, das ist die gleiche Bedeutung. Amama und Qudama. Mashaytu, 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 Qudama, Ibni. Ich bin vor meinem Sohn gelaufen. Mashaytu, Qudama, Ibni. Jetzt habe ich die Farbe nicht geändert, egal. Viertens, Wara'a. Auch hier wieder, Wara'a und Khalfa ist das gleiche, hat die gleiche Bedeutung. Sallaytu, Sallaytu, Wara'a. Erstmal hier, Wara'a. Dann hier das Beispiel, Sallaytu, Sallaytu, Wara'a, Abi. Ich habe hinter meinem Vater gebetet.
Okay, also Amama und Qudama und Khalfa und Wara'a, das sind jeweils die gleichen, haben jeweils die gleichen Bedeutung. Fauqa. Sa'adtu fauqa al-Masjidi. Sa'adtu fauqa al-Masjidi. Ich bin über die Moschee oder Afwan, auf die Moschee gestiegen. Ich bin hochgegangen auf die Moschee. Sa'adtu fauqa al-Masjidi. Tahta. دخل تحت عليكم مثال دخل تحت السيارة دخل تحت السيارة er ging unter das Auto تحت احنا نبغى تحت دخل تحت السيارة Dann haben wir hier Ende. Ende hat verschiedene Bedeutungen. Bei. Diese Ende, wortwörtlich könnte man sagen, bei. Du sagst zum Beispiel, da'autu, عند الكعبة دعوت لك دعوت لك عند الكعبة. Ich habe für dich neben der Kaaba mit Gebete gesprochen. دعوت لك عند الكعبة. Oder zum Beispiel sagt man, anderes Beispiel, للطالب مكانة عند شيخه. للطالب مكانة عند شيخه. Der Student oder der Schüler hat einen Stellenwert oder hat eine Position bei seinem Scheich. Der Scheich ehrt ihn und mag ihn und deswegen hat er eine besondere Stellung. Das war jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die ersten 7 machen wir weiter auf der anderen Seite. Achtens, Ma'a. تعاونت مع المسلمين. تعاونت مع المسلمين. Ich arbeitete mit den Muslimen zusammen oder ich unterstützte mit die Muslime. تعاونت مع المسلمين. Diese مع hatten wir gehabt. Öfters schon. Jetzt haben wir hier Isa'a. Isa'a könnte man am besten übersetzen mit direkt gegenüber.
مقابل يعني مثلا مقابل مباشرة. نعم. بيتنا إزاء المسجد مثلا. Unser Haus ist gegenüber. Gegenüber, ja, das ist am besten gegenüber oder vor. Beituna iza al-Masjidi. Das nächste, Hida. Hida bedeutet nicht, nicht Schuh, nein, das bedeutet nicht Schuh. Hadhu al-Mankibi, ta'rif Hadhu al-Mankibi? Ma ma'na Hadhu al-Mankibi? نقول مثلا جلس الطالب حذاء حذاء الطالب الآخر حذاء الطالب الصحيح. جلس الطالب جلس الطالب حذاء المدرس الأفضل. Der Schüler setzte sich gegenüber oder entlang dem Lehrer. Und deswegen im Hadith heißt es Hadhwal Mankibain. Wenn jemand zum Gebet steht und seine Hände hebt im Gebet, dann soll er sie Hadhwal Mankibain heben. Und in einer Überlieferung Hadhwal Udhunain. Dieser Hadwa kommt von diesem Hiza. Das bedeutet gegenüber oder in Höhe, also genau auf der Höhe. Das ist ähnlich. Tilqa haben wir jetzt. Auch wieder fast die gleiche Bedeutung. Auch wieder gegenüber oder vor. Im Koran ist es gekommen. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Und als er sich Richtung oder gegenüber oder vor der Stadt Madyan wandte, also Musa alaihi salam, er floh von Pharaon und seiner Bande, dann ging er in den Süden von Ägypten. Diese Gegend ist das heutige Südägypten, der heutige Nordsudan. Diese Gegend wird Nubien genannt. Südägypten und Nordsudan, das wird Nubien genannt. Und dort ließ sich dann Musa a.s. nieder in eine Gegend, die heißt Madian. Deswegen heißt es im Koran, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. Und als er sich gegenüber von oder Richtung oder vor Madian befand. طيب, nehmen wir dieses Beispiel, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. Nehmen wir das aus dem Koran. وَلَمَّا تَوَجَّهَ
تلقاء مدينة، ولما توجه تلقاء مدينة. Warum Medjene und nicht Medjeni? Warum sagen wir nicht Medjeni? Weil Tilqa ist doch eine Zarfu Zaman. Und Zarfu Zaman macht den Ism doch Mansub. Wir haben ja gesagt, Hida al-Mudarrisi, Iza al-Masjidi. Warum hier? Medjene, genau, Ahsant. Medjene ist Mamnu' min al-Sarf. Medjene ist Mamnu' min al-Sarf. طيب zwei haben wir glaube ich noch. Thumma. Aufpassen hier, nicht verwechseln mit thumma. Thumma bedeutet dann oder als dann oder danach und thumma ist mit Fatha. Ein Beispiel dafür kommt auch im Koran öfters vor. Das ist ungefähr, dieser Thamma ist von der Bedeutung her wie Hunaka oder wie Thammata, also dort. Du sagst Thamma dort. Ahsant. Im Koran heißt es, wa azlafna Thamma al-Akharin. Oder وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ثَمَّ Lass mich kurz hier überlegen, Beispiel. Was? Nehmen wir das aus dem Koran. Wo azlafna thammal akharin. Wer will, kann uns den Vers auf Deutsch kopieren. Da muss ich das nicht übersetzen. Das ist in Surat Shu'ara, Vers 64. Wo azlafna thammal akharin. Mal sehen, wie die das dort übersetzt haben. Sura Shu'ara, das ist die Sura 26 und der Vers 64. Und das letzte, das ist das Gegenteil von Thamma, und zwar Huna. Huna. Diese zwei letzten, die unterscheiden sich von den vorigen. Al-Zuruf. Huna ist hier. Jalasa Suleiman, Huna. Jalasa من سليمان جلس سليمان هنا جلس سليمان هنا und wir ließen die anderen dort nahe herankommen. Okay, das ist gute Übersetzung. Das ist eine gute Übersetzung. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ und wir ließen die anderen dort, dieses dort, darum geht es. Das haben sie, das wurde gut übersetzt. Bi'iznillah kommt nicht bald, aber kommt inshallah in mittlerer Zukunft auch eine neue, weitere Übersetzung. Ich weiß, dass du kopiert hast. Ich weiß. Kommt bald eine weitere, neue Übersetzung der ungefähren Bedeutung des Koran im Deutschen raus. Und ich bin tagtäglich damit beschäftigt, deswegen manchmal sehe ich die anderen zwei bekannten Übersetzungen im Deutschen. Die sind gut. Vor allem der bekannte, der von Mujamma' Malik Fahd, der in Saudi-Arabien gedruckt wurde. Der ist im Großen und Ganzen gut, aber gibt es auch viele Mulahazat. Da im Durchschnitt, wenn ich 10 Verse übersetze, ändere ich mindestens 7 Verse, oder gibt es mindestens bei 7 Versen Sachen, die geändert werden. Aber das ist gut hier. Das ist hier gut. Und wir ließen die anderen dort nahe herankommen. Das sind nur einige Beispiele. Das sind jetzt nicht alle Zarful Makan. Es gibt noch andere. Aber das sind
Das sind die bekanntesten, die es gibt. Okay, nehmen wir ein Beispiel für I'rab. Sallaytu khalfa maqami Ibrahima. Das ist gut. Sallaytu khalfa maqami Ibrahima. Wir schreiben das hier auf. Sallaytu. طيب صليت بس صليت إعراب فن صليت ارفع صوتك ارفع صوتك صليت فعل فعل ماض فعل ماضي بس فين فعل ماضي وين مرفوع صليت فعل ماضي طيب لا بس خلاص خلي كده فعل ماضي أدت أدت استفاعل استفاعل زاكت إير تقديره فاعل وندان ماخن أنتن تقديره تقديره هو ولا أنت ولا هي تقديره من الفاعل تقديره أنا أنا صليت ولا ما لازم مثل ما sich vorstellen davor vor diesem صليت steht أنا und diese أنا ist dann der فاعل beziehungsweise عفوا der فاعل beziehungsweise der ضمير منفصل. Und die Ta ist natürlich auch ein Damir Muttasil. Khalfa, kommen wir zu Khalfa. Khalfa. Warfu. Warfu. Warful Makan. Warful Makan, Mu'rab au Mabni. Warful Makan. Ma ma'ana Mabni. ما معنى مبني سلمة؟ مبني يعني لا يتغير آخره هو يبقى دائما على الفتح مبني على الإيش؟ الفتح مبني على الفتح ظرف المكان مبني على الفتح طيب مقامي خلف مقامي إعراب مقامي Was sagt ihr zu Maqami? Nein, Santa. Ist Mudaf. Weil das, was nach dem Zarf kommt, ist Mudaf. Afan, Mudaf ilay. Mudaf ilay. Weil der Zarf selber, er wird zwar nicht Mudaf ilay genannt, aber er macht die Amal von Mudaf ilay. Und wenn man ihn so nennen würde, wäre es auch nicht falsch. Mudafun. إليه مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور jetzt haben wir noch إبراهيم was ist إبراهيم مقام إبراهيم Santo, genau. Das ist auch Mudaf ilay. Wir haben also hier zweimal Mudaf ilay und zweimal den Mudaf eigentlich. Mudaf und ilay von Maqam. Sallaytu khalfa. Khalfa ist Zarful Makan.
Und Maqami ist der Mudaf ilay und gleichzeitig eigentlich auch ein Mudaf. Und Ibrahima ist Mudafun ilay. Mudafun ilayhi. Warum endet, aber der Mudaf ilay muss doch mit Kasra enden. Warum endet er nicht mit Kasra? Genau, das stimmt, was da steht. Mudafun ilayhi. مجرور وعلامة جره وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب. Das soweit zu ظرف الزمان und ظرف Al-Makan, wir merken uns, beide sind ein Ism und beide sind Mansub und sie teilen sich auf in Muhtas und in Mubham, bestimmt und unbestimmt, also dass sie dann den Ism, der danach kommt, bestimmen oder unbestimmen. Und dann die Beispiele, die wir genannt haben. Das soweit zu dem heutigen Unterricht und zu dem Wuruf und inshallah geht es dann in der nächsten Sitzung weiter mit einem neuen Kapitel. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.